Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. 1. Timotheus 5, Vers 19. In den 1100 freikirchlichen Gemeinden der EFG und FEG wachen als Älteste scheinbar nur Schlafschafe. Obwohl sie die Gläubigen vor Irrlehrern schützen sollen, stellen sie mit HKM und Ökumene-Pastoren gerade diese falschen Lehrer ein. Sie weiden nicht die Schafe, sondern überlassen es diesen entgläubigten Theologen, die Schafe unbewacht, unvorbereitet, ungeschützt vor Angriffen in falscher Sicherheit zu lassen. Sie leiten die Schafe nicht in volle Bekehrung, sie lehren sie nicht, sie trainieren sie nicht in Jüngerschaft. Welche drei offensichtlichen und klaren Zeugen finden wir, um Pastoren und Ältesten offenzulegen, dass sie ihr Amt schlecht ausführen? Erstens, Gott ist ihnen egal. Wie kann man die historisch-kritische Methode gelernt haben, sich einer satanischen Umerziehung ausgesetzt haben und glauben, dass Gott das egal ist? Wer solche Pastoren ins Amt hebt, kennt Gott nicht. Wer solchen Pastoren zuhört, dem ist egal, dass Gott heilig ist. Wer sich unter solche Pastoren begibt, macht sich mit deren Gotteslästerung eins. Welche drei offensichtlichen und klaren Zeugen finden wir, um Pastoren und Ältesten offenzulegen, dass sie ihr Amt schlecht ausführen? Zweitens, Gottes Wille ist ihnen egal. Gott hat in seinem Wort klar gesagt, dass wir keine Gemeinschaft haben sollen mit Menschen, die das Wort verdrehen, zum Beispiel durch die Babybesprenkelung, durch Heiligenverehrung und Anbetung. Wer sich mit den Ungetauften eins macht in der Ökumene, dem ist Gottes Wille egal. Er kennt Gott nicht und er ist auch ansonsten nicht bereit, so zu leben, wie Gott es geboten hat. Welche drei offensichtlichen und klaren Zeugen finden wir, um Pastoren und Ältesten offenzulegen, dass sie ihr Amt schlecht ausführen? Drittens, sie folgen dem Mainstream. Die letzten 3 Jahre haben gezeigt, dass fast alle Kirchen und Gemeinden dem Zeitgeist folgen und nicht dem Heiligen Geist. Wie kommen die Ältesten und Pastoren dazu? Sie hören viel mehr auf das, was die Medien sagen, als das, was Gott sagt. Deshalb stellen sie sich nicht schützend vor die Herde und leiten sie, sondern treiben sie noch auseinander. Wer weiter in den HKM- und Ökumene-Gemeinden bleibt, die dem Zeitgeist folgen statt des Heiligen Geistes, die von gottlosen Pastoren geleitet werden und deren Älteste nicht ihr Amt ausführen, die die Schafe nicht zu saftigen Weiden führen, sondern in die Wüste, die Gott nicht kennen und deshalb in Gotteslästerung und Rebellion bleiben, der macht sich mitschuldig und gefährdet sein Heil in Christus. Gott ist heilig und wird nicht in solchen Gemeinden zu finden sein. Ein Wort an euch Schafe. Jesus wollte immer, dass wir Jünger werden. Er sprach nie davon, dass er Fans, Gottesdienstbesucher, Zehntengeber, Mitgemeindeglieder oder Ratgeber suchte. Deine Gemeinde hat dich in den vergangenen Jahren nicht zum Jünger gemacht. Sie wird es auch in Zukunft nicht tun. Du sollst in die Reife kommen und es ist deine Verantwortung, dir geistliche Leiter zu suchen, die dich fördern und anleiten. Die Ältesten sollen die Herde schützen vor den Irrlehrern. Und genau diese Irrlehrer holen sie in die Gemeinde mit den Pastoren, die die HKM studiert haben, denen man den Glauben an Jesus Christus ausgetrieben hat durch diese teuflische Lehre an den theologischen Hochschulen. Flieht aus solchen Gemeinden. Sucht euch reine Gemeinschaften ohne Pastoren der HKM. Sucht euch Gemeinschaften, die sich weder dem Zeitgeist noch der Ökumene öffnen.